Und dass ich eben auch wusste, dass es soziale Arbeit hier gibt, aber eben auch Gemeindepädagogik, was mich damals durchaus auch interessiert hat. Und ich mir dachte, okay, ich kann das vielleicht beides ein bisschen kombinieren auch. Und ich eben von den Bekannten das gehört habe und dann nach weiteren Recherchen im Internet drauf gestoßen bin, dass es alle Berichte, die ich finde, sehr positiv von der Hochschule einfach sind. Ich habe über die Hochschule von meinen Kolleginnen und Kollegen erfahren im Bereich Integration, wo ich tätig war. Den Studiengang Soziale Arbeit habe ich schon lange interessant gefunden, schon während des Abiturs. Und von der EVH habe ich erfahren, weil mein Vater dort auch studiert hat und immer davon geschwärmt hat. Und deswegen habe ich mich auch hier beworben. Der Grund, dass ich mich hierfür entschieden habe, war, dass mir gefallen hat, dass es nicht so groß ist, sondern dass es so ein bisschen kleiner ist. Also es verschwindet nicht an der Uni irgendwo als einer von vielen hunderten Studiengängen. Für mich stand auf jeden Fall fest, soziale Arbeit studieren zu wollen. Allerdings wollte ich eine Hochschule, die schon kleiner ist, aber wo man halt auch wirklich mit seinen Bedürfnissen gesehen wird. Und genau, deswegen habe ich mich dafür die EVH entschieden. Das war auch ein entscheidendes Kriterium, warum ich diese Hochschule ausgewählt habe, weil ich hier viele Möglichkeiten gesehen habe, mit den Kindern zu studieren. Hier wird man unterstützt, hier hat man ein breites Beratungsangebot, insbesondere für Studierende mit den Kindern. Aber dass man sieht, dass nicht nur du dieses Problem mit Sprache hast, nicht für dich ist das sehr anstrengend, in einer Sprache zu studieren, die keine Muttersprache ist, ne? Und dann wird man ermutigt und geht man diesen Weg nicht allein. Für die EVH habe ich mich entschieden, weil ich im Vorfeld einfach so unfassbar viel Gutes gehört habe. Also schon zu Studienzeiten, ich habe meinen Bachelor an einer anderen Hochschule absolviert, habe ich durch den Nebenjob viele Leute kennengelernt, die bereits in den verschiedensten Studiengängen immatrikuliert waren und die einfach jeder hat davon geschwärmt, wie toll es ist, wie familiär die Atmosphäre ist und ich wusste, das ist genau das, was ich brauche. Und ich bin letztendlich in den Masterstudiengang gegangen und wurde nicht enttäuscht. Also absolut familiäre Atmosphäre habe ich hier vorgefunden. Deswegen kann ich nur empfehlen, wer sowas sucht, ist hier richtig aufgehoben. Die EVH ist für mich einfach so eine Art Wohlfühloase und ich habe hier meine Leute. Ich weiß, dass gewisse andere Leute mit mir weiterhin dann noch studieren werden und auch ihren Master machen. Eine sehr, 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 sehr große Familie. Und ein super harmonisches Verhältnis unter Studierenden sowie unter DozentInnen und aber auch mit den Mitarbeitern, die in der Hochschule sind. Ich habe vorher eine Ausbildung gemacht zum Erziehungspfleger. Ja, das hat mir aber dann nicht gereicht. Ich wollte noch weiter studieren, habe mich bei mehreren Hochschulen auch beworben in ganz Deutschland. Oh, das weiß ich noch ganz genau, als ich hier 2000 bekommen habe. Denn eigentlich war ich erst mit dem Nachrichtenplan drauf und dann wurde ich nochmal nachgerückt und dann habe ich die Bewerbung bzw. die Zulassung bekommen und für mich war es irgendwie ganz aufregend. Ich hatte total das schöne Gefühl, dass ich jetzt einfach unbedingt nach Bochum muss. Das war auf jeden Fall sehr aufregend, das Ankommen. Ich hatte einen Montagmorgen von der ES, erst die Woche. Ja, da kam man in einen ganz, ganz bunten Haufen rein und ja, es war sehr aufregend. Aber ich muss sagen, man hat sich direkt wohl gefühlt. Letztendlich ist es eine familiäre Atmosphäre auch im Rest des Studiums geblieben, sodass man wirklich jeden kennengelernt hat und keine Sorge haben muss, dass man da verloren geht.